Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um den Redispatch 2.0. Und zwar um die Frage, warum ist der Redispatch 2.0 jetzt tatsächlich notwendig? Warum muss der auch tatsächlich kommen und umgesetzt werden? Das ist natürlich jetzt das nächste Video unserer angekündigten Content-Reihe, bei der wir praktisch alle wichtigen großen Details dieser extremen regulatorischen Neuordnung erklären wollen. Es gibt viele neue Prozesse, es gibt neue Daten, die übertragen werden müssen, und zwar auch noch zwischen neuen Akteuren, weil hier verschiedenste Unternehmen plötzlich auch betroffen sein werden. Und das wollen wir eben im Detail mit unserem bereits angekündigten, aber weiterhin geheimen Content-Partner auseinandernehmen und erklären. Und da werden wir im nächsten Video genauer darauf eingehen, was denn tatsächlich auch für Dienstleistungen und Angebote hinter unserer Content-Partnerschaft stecken könnten und wie die zum Beispiel den vielen Verteilnetzbetreibern und Einsatzverantwortlichen im Bereich des Redispatch 2.0 helfen könnten. Jedenfalls soll es heute darum gehen, warum ist er jetzt notwendig? Ich habe schon mal vor einigen Monaten ein Video gemacht, warum kommt der Redispatch 2.0? Das war natürlich noch ein bisschen der andere Hintergrund, der formellen Hintergründe. Warum kommt der? Naja, wegen eines Gesetzes natürlich, wegen des NABEC 2.0, Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2.0, welches seit der Einführung 2011 ja schon verschiedene kleinere Änderungen hatte. Wie der Name schon sagt, es geht ja darum, den Netzausbau zu beschleunigen. Und es beschreibt es eben in der neuen Novelle von 2019, wenn ich mich recht entsinne, dass eben das Engpassmanagement der erneuerbaren Energien jetzt nicht mehr im Bereich des EEGs geregelt werden soll, sondern im allgemeinen Bereich des Energiewirtschaftsgesetzes beim Redispatch. Und dadurch ist der Redispatch auch komplett einmal neu reguliert worden. Das war also der formelle Hintergrund. Ja, warum passiert das jetzt? Aber warum ist es notwendig? Da sind wir nur ein bisschen drauf eingegangen, heute nochmal etwas breiter. Es ist ja so, heutzutage im alten Redispatch-Regime läuft es darauf hinaus, dass die vier großen Übertragungsnetzbetreiber, also 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW, die vier großen ÜNBs, in ihrer Regelzone jeweils schauen müssen, dass die richtige Menge an Strom vorhanden ist, die richtige Menge an Einspeisung, die richtige Menge an Verbrauch oder eben auch das weiterfließen kann, was man gerade nicht braucht oder genügend reinfließen kann, was man gerade doch nochmal brauchen müsste. Und dort gehört natürlich mit dazu, dass man dann große Kraftwerke, die in dieser Regelzone sind, so ein bisschen nachsteuern kann, wenn man gerade zum Beispiel ein Überangebot an Strom im Netz hat. Das bedeutet also, die vier ÜNBs haben zu den größeren Kraftwerksbetreibern dann gesagt: Oh, wir haben hier gerade einen Engpass im Stromnetz, ihr müsst jetzt mal runterregeln. Und dafür gab es dann zum Beispiel eine Vergütung allein schon für die Bereitschaft, aber natürlich auch dafür, das dann auch getan zu haben. Das ist die klassische Welt des Redispatch 1.0. Jetzt ist es aber so, dass wir im Redispatch 2.0 ja plötzlich diese Verantwortung auf die Verteilnetzbetreiber, also auf knapp 900 Unternehmen verteilen und nicht nur die großen Kraftwerke ab 10 Megawatt, sondern schon alle Kraftwerke ab 100 Kilowatt Einspeiseleistung betrachtet werden sollen und auch noch alle kleineren, die zumindest fernsteuerbar sind, also zum Beispiel eine Smart Meter Kommunikationsinfrastruktur mit verbunden haben. Und diese Anlagen und deren Einsatzverantwortliche werden es eben mit den Verteilnetzbetreibern jeweils sprechen müssen. Naja, wie sollen wir denn hier mal unsere Einspeisung anpassen, um einen Engpass zu verhindern? Jetzt sind es ja schon mal deutlich mehr Unternehmen, die betroffen sind. Warum sind die betroffen? Was steckt denn tatsächlich dahinter, dass wir jetzt dieses neue Regime, dieses Redispatch 2.0-Regime einführen wollen? Wenn wir uns mal anschauen, wie die Energiewirtschaft oder das Energiesystem in der Zukunft aussieht, dann ist das etwas komplett anderes als das, was wir in den letzten Jahrzehnten kennengelernt haben. Wir kennen ja große Kraftwerke und ab und zu mal ein paar kleinere Anlagen und dann eben sehr standardisierter Verbrauch durch verschiedene große Industriekunden und Gewerbekunden und halt den Standard-Haushaltskunden, ne, das Standard-Lastprofil H0-Haushaltskunde. Das ist halt irgendwie ja auch aus guten Gründen entstanden. Jetzt ändert sich aber die Welt. Nicht nur, dass die Einspeisung heutzutage eben nicht mehr von vordergründig großen Kraftwerken abhängig ist, nämlich zu über 50% Stromeinspeisung in Deutschland ja tatsächlich aus erneuerbaren Energien kommt und dann auch noch der größte Teil davon aus den fluktuierenden Wind- und Solaranlagen kommt,
Und auf der anderen Seite, wir den Verbrauch ja eben auch nicht mehr so standardisiert haben, sondern ja, das Haushaltsverbrauchsverhalten sich immer weiter ändert und diversifiziert. Allein schon, weil immer mehr Leute ins Homeoffice gehen, jetzt gerade während Corona-Zeiten umso mehr. Oder weil ja, auch immer mehr elektronische Geräte da sind, die aber teilweise auch steuerbar sind. Oder manche sind sparsam und manche sind jetzt einfach noch mehr Geräte und deswegen auch mehr Stromverbrauch. Ne, wenn man 5 Spielekonsolen rumstehen hat, was in manchen Haushalten vielleicht so der Fall ist, dann wirkt sich das natürlich auf den Stromverbrauch aus. Also läuft es darauf hinaus, dass wir nicht mehr so von Standardsituationen ausgehen können, sondern immer mehr flexible Einspeiser und flexible Verbraucher sehen werden. Das wird in der Zukunft noch eher mehr werden. Noch mehr Erneuerbare, mehr Wind, mehr Solar und mehr Speicheranlagen und mehr diverse Verbraucher. Natürlich auch, weil sich das typische Arbeitsverhalten ändert. Verschiedene klassische Industriejobs verändern sich und werden jetzt irgendwie immer flexibler wegen auch anderen Produktionsverhalten in den Unternehmen. Das war während Corona natürlich noch umso stärker, auch wegen der Kurzarbeit. Dann hatten wir in diesem Jahr dann wirklich extreme Schwankungen im Verbrauchsverhalten der Unternehmen. Jetzt wird ja aber auch je digitaler die Welt wird, desto schwankender ist eben auch das Jobverhalten. Na, immer mehr digitale Jobs, immer mehr Leute, die an Rechnern sitzen, aber dann eben vielleicht nicht immer im Büro, sondern manchmal auch ganz mobil oder auch mal zu Hause. Na, und dadurch ist es nicht mehr ganz so vorhersehbar, wann wo welcher Verbrauch stattfindet. Gleichzeitig wird der Stromverbrauch nicht unbedingt weniger, weil natürlich die ganze Serverinfrastruktur, die Netzwerkinfrastruktur im Hintergrund, die verbraucht natürlich auch jede Menge Strom. Also verlagert sich manches einfach ein bisschen und wird dabei ein bisschen flexibler. Und das ist natürlich ein Problem für unsere alte Energiewelt, für unser altes Energiesystem, was eben auf relativ standardisierten Einspeise- und Verbrauchsverhalten ausgerichtet war. Wir müssen jetzt eher darauf eingehen, was passiert tatsächlich. Wir müssen also mehr Sensordaten haben, wir müssen mehr tatsächliche Daten darüber haben, was passiert, was wird passieren und was ist jetzt tatsächlich gerade der Fall im Netz. Also sowohl der Forecast, die Vorausschau in die Zukunft, als auch die Echtzeitanalyse müssen sich weiterentwickeln. Das wird technisch natürlich passieren, einerseits durch sowas wie die Smart Meter Gateway Infrastruktur, weil wir dann sowohl bei Einspeisern als auch bei Verbrauchern, als auch an anderen Stellen überall eine standardisierte Infrastruktur haben, die Sensordaten aufnimmt und weiterverarbeitet und weiterschickt. Und dann steht ihr auch relativ sofort zur Verfügung. Wir haben auch andere Sensordaten, die am Stromnetz zum Beispiel verwendet werden können und dann eben auch zur Verfügung stehen. Das macht natürlich den Markt einerseits ein bisschen flexibler, weil man tatsächlich dann darauf reagieren kann, was ist jetzt wirklich vorhanden, Angebot und Nachfrage, muss man jetzt vielleicht ein Kraftwerk hochfahren oder runterfahren, weil man dann entsprechend besser Geld verdienen kann oder Kosten einsparen kann. Aber das hat natürlich auch die Wirkung auf das Stromnetz in technischer Hinsicht. Und genau da wird es jetzt interessant. Wir wollen Stromnetzengpässe erkennen, bevor sie passieren. Wir wollen also auf Datengrundlagen erkennen, oh ja, da wird demnächst ein Engpass sein und den wollen wir lösen, bevor er kommt. Na, indem wir auch sagen, na, wir haben hier passende Anlagen. Wir kennen nämlich die Standarten dieser Anlagen, wir kennen die Verfügbarkeit dieser Anlage und dann können wir sagen, liebe Anlage, fahr in 3 Tagen ein bisschen runter um diese Uhrzeit und dann kommt dieser Engpass an anderer Stelle gar nicht zustande. Oder fahr ein bisschen hoch und dann kommt dieser Engpass nicht zustande. Solche Dinge sind der Hintergrund, warum wir diesen Redispatch 2.0 machen. Wir müssen diese diversen Flexibilisierungen möglich machen. Wenn wir das technisch machen können, durch Smart Meter und andere Rundsteuertechniken, dann ist das schon mal schön und gut, aber dann brauchen wir natürlich eine Prozesswelt, die das Ganze auch umsetzt. Und da kommt dann eben der Redispatch 2.0 zu tragen. Er führt ja verschiedenste neue Prozesse ein zwischen den ja auch neu zuständigen Marktpartnern, Verteilungsbetreiber, Einsatzverantwortliche von kleineren Anlagen, Direktvermarkter und so weiter. Zwischen denen ja nun auch verschiedene Stammdaten und Planungsdaten permanent hin und her geschickt werden müssen. Die waren bisher so eher selten im Austausch, nur bei den großen Kraftwerken und den ÜNBs. Und dann natürlich aber auch diese Steuersignale, die gemacht werden müssen, die bilanzielle Zuordnung, die dann passieren muss, der finanzielle Ausgleich, der dann passieren muss. Das sind alles Themen, die wir in weiteren Videos besprechen werden. Und dann eben am Ende auch der gesamte Datenaustausch, der dann im Hintergrund mit den typischen Nachrichtenformaten der Energiewirtschaft passieren muss oder auch mit anderen Nachrichtenformaten, mit den Prozessen, die wir kennen, aber auch neuen Prozessen zwischen den diversen Marktpartnern. Massenprozesse, die hier plötzlich eingeführt werden. Das ist dann eben notwendig, damit wir diese technische Regulierung sicherstellen können und dadurch eben auch diese Erkennung von den Engpässen vorher machen können und dann aber auch vorher lösen können oder auch noch in Echtzeit die letzten Probleme problemlos beseitigen können.
Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum dieser Redispatch 2.0 jetzt tatsächlich auch kommen muss. Wir brauchen diese Prozesse und diese Nachrichtenformate und diese typischen, diese Denke im Markt, diese Marktregeln, damit das technisch umgesetzt werden kann, was wir wollen, um unser Engpassmanagement im deutschen Stromnetz zu optimieren. Das ist der Hintergrund. Deswegen kommt der Redispatch 2.0 jetzt. In den nächsten Videos gehen wir jetzt also genau darauf ein, was sind die einzelnen Details und Hintergründe, was passiert da so alles. Es gab jetzt auch erste Beschlüsse der Bundesnetzagentur. Darauf gehen wir dann alles im Detail weiter ein. Habt ihr erstmal Fragen noch zu dem Warum und zu diesem zukünftigen System der Energiewirtschaft, dann gerne unten in die Kommentare stellen. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und bleibt dran, weil es wird nun noch einiges in den nächsten Wochen rauskommen. Alle 2-3 Wochen folgt ein neues Video und dann eben auch ein Textbeitrag bei unserem Content-Partner. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.